verfällt, schafft es mit einem medialen Würfel nur 5 und 6 zu würfeln. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für einen Normalbürger bei viermaligen Würfeln, erstens nur 5 oder nur 6 zu würfeln, zweitens nur 5 oder 6 zu würfeln? Ja, und in der Situation müssen wir einen Baum machen. Und der Normalbürger, klar, der hat die ganz normalen Wahrscheinlichkeiten. Und ich zeichne den Baum jetzt erstmal hin. Und zwar, ich fange mal mit erstens an. Ja, mit erstens. Nur 5 zu würfeln. Wie geht das? Nur 5. Ja, das heißt, der Baum sieht so aus. Ich kann im ersten Wurf die 5 und dann die nicht 5 würfeln. Jetzt, wenn ich eine nicht 5 gewürfelt habe, dann kann ich gar nicht nur noch 5 würfeln. Das heißt, im nächsten Wurf kann es wieder eine 5 oder keine 5 sein. Eine 5 oder keine 5, eine 5 oder keine 5. So sieht der zugehörige Baum aus, dass ich nur 5 würfel. Die Wahrscheinlichkeit, eine 5 zu würfeln, ist 1 Sechster. Keine 5 zu würfeln, 5 Sechster. So, und so sieht, wie gesagt, da schreibe ich jetzt überall dazu. 1 Sechstel, 5 Sechstel, 1 Sechstel, 5 Sechstel. Ich nenne diesen Baum einen verkümmerten Baum. Warum nenne ich den einen verkümmerten Baum? Ja? Weil der ja nicht richtig wächst. Genau, ich habe hier irgendwo aufgehört. Da würde der eigentlich weitergehen. Ja? Und das heißt, bei dem verkümmerten Baum kann ich auch keine vernünftige Tabelle dahinter machen. Sonst ist die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit würfel ich nur 5? Wir haben hier die Malrichtung, hier die Plusrichtung und die nur 5 habe ich hier in dem Fall. Hier habe ich das Ergebnis nur 5 und die Wahrscheinlichkeit ist, letzt 3, 1/1/2/6. Ja, oder 1/6 hoch 4. Also ich schreibe das lieber so als Potenz. So, jetzt haben wir das erste, wir haben nur 5. Aber es heißt nur 5 oder nur 6. Also die Wahrscheinlichkeit nur 5 zu würfeln ist 1/6 hoch 4. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, nur 6 zu würfeln? Ja? 1/6 hoch 4. Das ist genau das gleiche, es ist exakt der gleiche Baum mit hier überall 6 an der Stelle. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig nur 5 und nur 6 zu würfeln. Aber die Wahrscheinlichkeit für nur 6 zu würfeln ist auch 1/6 hoch 4. Und damit ist die Gesamtwahrscheinlichkeit 2 × 1/6 hoch 4 oder 1/1296. Na, da kann man dann vielleicht noch kürzen. Ist das okay, so in deinem Sinne? Gut, so, das war jetzt die Wahrscheinlichkeit, nur 5 oder nur 6 zu würfeln. So, wir kommen jetzt auf die Wahrscheinlichkeit, nur 5 oder 6 zu würfeln. Wie sieht denn da der Baum aus? Ja? Das gleiche in 2 Sechstel und 4 Sechstel. Genau, also das heißt, ich schreibe jetzt hier 5 oder 6, das schreibe ich jetzt so komisch mit dem, sonst ist das 5 oder 6 und hier nicht 5 oder 6. So, und der Baum sieht exakt gleich aus, nur mit dem Unterschied, dass ich hier andere Wahrscheinlichkeiten dran habe. Also gehen wir hier mal bis zum Ende vor. Also wie gesagt, hier nicht 5 oder 6. Hier nicht 5 oder 6. Welche Wahrscheinlichkeit muss ich jetzt hier hinschreiben? Ja? 2 Sechstel. Und? 4 Sechstel. Genau das. Wobei ich in der Situation nicht mehr 2 Sechstel schreibe, sondern das kürze ich hier, sonst werden die Zahlen mir zu groß. Das heißt, das 2 Sechstel ist 1 Drittel und hier 2 Drittel. Und hier habe ich wieder 1 Drittel und hier habe ich wieder 1 Drittel. Also die Wahrscheinlichkeit, 4 × 5 oder 6 zu würfeln, 4 × 5 oder 6 zu würfeln ist? Ja? Ja, 1/3 hoch 4. Genau das. 1/3 hoch 4. Und 3 hoch 4 ist 81. Das ist also 1 zu 81. Gut, Fragen zur Aufgabe.